Hi, schön, dass du den Weg in meinen YouTube-Channel gefunden hast. Hier möchte ich demnächst das ein oder andere Equipment oder Produkt mal vorstellen, was ich so bestellt habe oder auch benutze. Da fangen wir heute mal an mit dieser Videoleuchte. Diese habe ich bei AliExpress entdeckt und kostet dort knapp 30 Euro waren es, glaube ich. Lieferzeit hat 4 Wochen gedauert. Und das kam einfach daher. Ich habe eine Videoleuchte gesucht oder ein Licht, ein Dauerlicht, was ich mal unterwegs benutzen kann, wo ich ein bisschen mobiler mit bin noch, als hier vielleicht mit einem Blitzlicht oder sowas. Und Blitzlichter, die haben natürlich auch ihren eigenen Charakter immer. Und jetzt beim Dauerlicht natürlich wieder was anderes. Ja, und da habe ich was gesucht, was schön klein, handlich, mobil ist, so Richtung Smartphone-Größe. Und da bin ich dann auf dieses Produkt von der Firma Manbely drauf gestoßen bei AliExpress und habe es mir nochmal bestellt. Dann werden wir es jetzt auch zusammen auspacken. Wie der Spannung nicht so groß halten. Da haben wir zum einen diese Anleitung. Die ist natürlich zum einen chinesisch. Und zum anderen natürlich auch Englisch, wie es für ein gutes Produkt sich gehört. Natürlich Deutsch wäre natürlich noch schöner, aber ich glaube, für das Produkt brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine große Anleitung. Dann hier ein bisschen Trockenpulver, ein USB-Kabel, wirkt auch hochwertig, jetzt nicht das dünnste, da habe ich schon schlechter erlebt. Und hier auch sogar noch eine Schutztasche. Natürlich auch mit dem Logo von der Firma drauf. Die Farbe, naja. Finde ich jetzt nicht ganz so ansprechend, so ein Babyblau. Aber naja, das gehört ja alles nochmal als Zubehör dazu. Wichtig ist ja, dass die Videoleuchte gut ist. So, ich packe nochmal aus. Da haben wir hier schöne abgerundete Kanten. Das Ganze ist auch plan eingefasst mit einer Streuscheibe. Finde ich auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ein M8-Gewinde, um das Videolicht auf der Kamera zu befestigen, Stativ oder was uns sonst noch so einfällt. Da gibt es ja genug Befestigungsmöglichkeiten, da werde ich auf jeden Fall demnächst nochmal drauf eingehen. Dann haben wir hier ein paar Knöpfchen, da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein. Ja, ansonsten drehen wir jetzt mal hier das Ganze auf die Rückseite und da finden wir natürlich dann auch nochmal den Namen der Firma wieder, ein CE-Zeichen. Und der Akku hat übrigens 4500 mAh, der interne. Das Gehäuse ist verschraubt, sehr schön mit ein paar Torx-Schrauben. Das ist auch sehr ordentlich und gemacht und verarbeitet. Dann haben wir hier einen USB-Eingang, um den Akku zu laden, und aber auch einen USB-Ausgang. Das finde ich sehr, sehr gut. So kann man das Ganze auch mal als Powerbank missbrauchen, wenn man unterwegs ja sonst keine Powerbank dabei hat und mal ein bisschen Strom braucht, ist das auch nicht verkehrt. Ja, ansonsten finden wir hier auf dieser Seite ein paar Knöpfchen, die scheinen auch aus Metall zu sein, auch hochwertig auf jeden Fall verarbeitet. Dann schalten wir mal das Gerät ein. Dann sieht man auch schon, dass es arbeitet. So, auf jeden Fall schon mal Licht da. Dann haben wir hier ein Farbdisplay, auch sehr, sehr schön anzuschauen. Auch hier alles schön verarbeitet, auf jeden Fall, dass auch nicht scharfkantig ist. Ja, das zeigt uns zum einen die Restlaufzeit an von dem Akku und zum anderen, ja, auf welcher Helligkeitsstufe wir uns gerade befinden. Das zeigt uns im Prozent an und dann auch noch die Farbtemperatur. So, jetzt kann ich hier mit dem An- und Ausschalter kann ich hin und her switchen. Erklärt sich schon fast von alleine. Dann haben wir hier noch Plus und Minus. Ich muss hier zwischendurch mal mein Handy gerade anschalten, damit das Kontrollbild noch da bleibt. Dann kann ich hier natürlich die Helligkeitsstufe einstellen. Das geht entweder, indem ich Finger drauf halte, dann läuft das durch, oder kann das auch hier punktgenau einstellen. Und zum anderen natürlich hier die Kelvin, da kann ich von kalt-weiß bis zu einem richtig schönen warm-weiß kann ich wechseln. Das geht dann bis 3000 Kelvin. Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr gut.
Ich kann jetzt mal hier mal runterdimmen auf die niedrigste Stufe, wie weit wir da runterkommen. Und da sieht man schon, da geht natürlich dann auch die Akkulaufzeit hoch. Ich drehe es gerade mal ins Bild. Da kann man noch mal so ein bisschen das Ganze in Aktion sehen. Wenn ich jetzt hier auf... So, wie das hier umwechselt. Ja, auf jeden Fall sehr hochwertig verarbeitet das ganze Gerät. Bin mal gespannt, wie das ja, in der Praxis aussieht. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein kleines Video. Könnt ihr mir ja gerne mal ein Feedback dazu hinterlassen, ob euch das interessieren würde. Auf jeden Fall möchte ich diese Leuchte benutzen für ja, Outdoor-Aufnahmen, um einfach, wie letztens zum Beispiel, habe ich in einem Hotel geshootet, um ja, kleine Ecken auszuleuchten oder vielleicht ein bisschen vom Raum oder natürlich auch die Person. Da werde ich mal schauen, was ich damit dann alles so anstelle. Bin ich auf jeden Fall selbst mal gespannt, wie es sich so macht und wie auch die Akkulaufzeit dann tatsächlich ist. Auf jeden Fall, ja, gutes Helferlein. Ist von, ich habe hier eine Hülle liegen, die halte ich mal jetzt hier gerade so drauf. Da sieht man schon, das entspricht einem iPhone XS oder 8 Plus. Das wäre mich so die Größe. Ja, im Übrigen war auch hier noch dieser Adapter dabei. Da kann ich das hier unten dran festschrauben und könnte dann das Ganze in den Blitzschuh festmachen. Ansonsten geht natürlich auch dieses Stativ. Vorausgesetzt natürlich M8-Gewinde. Ja, das war es jetzt erstmal soweit zu dem Licht, dieser Videoleuchte. Falls ihr Fragen, Anregungen habt, könnt ihr mir gerne unter dem Video schreiben. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder wenn du meinen Channel weiter folgst. Denn wie schon gesagt, da wird noch das ein oder andere Video folgen. Und vielleicht ist auch was Interessantes für dich dabei. Ja, ansonsten wünsche ich dir erstmal noch viel Spaß und bis bald.